Tag Leute, ich bin der Andi Susen hier. Ich bin heute hier im Rahmen des Gitarren-Specials da und ich habe meinen Freund Daniel mitgebracht und meinen Kumpel Atari und ich spiele jetzt für euch ein kleines Stückchen vor. Vielleicht nicht gerade sofort der Groschen bei euch. Andi hat eine ganze Zeit gespielt bei Udo Dirkschneiders UDO, hat jetzt eine eigene Band gegründet, die Lazy heißt. Und auch wir, Peter, ne, wir haben einiges mit ihm angestellt. Ja, er gilt für uns als typisches Beispiel, wie heutzutage Musiker ihre Stücke komponieren, und zwar zu Hause mit Computern. Und wie er das genau macht, erzählt er euch jetzt selbst. Die neue Band, mit der ich zusammenarbeite, heißt Lazy. Und kompositorisch gehe ich eigentlich meistens so an die Sache, dass ich einfach zuerst mal planlos drauf hinspielen irgendwie. Und irgendwann mal denke ich mir, ja, das ist doch gar nicht schlecht. Und dann wird es einigermaßen ausgearbeitet. Meistens eine Strophe, irgendwelche Akkorde aneinandergereiht, wo ich auch meistens, sagen wir mal, die Lead Vocals, die Gesangsline im Kopf habe. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der wahnsinnig vocal-orientiert komponiert, möchte ich mal sagen. Ja, und dann suche ich nach einer Bridge, nach einem geeigneten Refrain und so, dann wird das alles aneinandergereiht. Ja, und dann kommt mir hier so mein Atari ganz nützlich, weil da kann ich eben zuerst mal einen Grundrhythmus einspeichern und der macht, was ich sage. Naja, und dann arbeite ich das Ganze eben hier am Schaubild aus. Das ist eigentlich eine bequeme Art und meiner Meinung nach eine kreative Art, um die Sachen eben aufs Band zu kriegen und dann eben so hinzukriegen, wie man es eben will. Wenn ich mir ein Solo überlege, dann kommt jetzt erstmal die Blues-Sonate zugute. Das ist eigentlich ein Ding, das ziemlich übersichtlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, ja, sagen wir mal, auf D ein Thema habe, irgendwie. Dann gibt es eine bestimmte Scale dazu. Das ist quasi so eine Pentatonic Scale, die heißt Blues Sonleiter, die geht auf D so. Andi hat für unser Hard und Heavy Gitarren Special ein Gimmick parat. Und zwar hat er extra ein Stück komponiert, das er euch jetzt selbst vorspielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Vito Bratta von White Line.